Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Falls ich mich so ein bisschen komisch anhöre oder so, das liegt daran, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Also verzeiht mir meine Stimme. Wenn ihr gerade wüsstet, was das hier drumherum für ein Konstrukt ist, ihr würdet lachen, wenn ihr mein Wohnzimmer gerade sehen würdet. Thema des heutigen Videos, man darf auch einfach mal alles echt scheiße finden. Ich persönlich finde ja gerade zum Kotzen, dass ich krank bin. Die, die jetzt schon ein paar meiner Videos geguckt haben, die werden vielleicht wissen, ich bin jemand, der immer voll für Dankbarkeit ist. Manchmal läuft es einfach nicht so, wie es soll und manchmal muss man einfach schauen, okay, in welche Richtung können wir uns entwickeln, wofür können wir dankbar sein, wie können wir irgendwie gucken, dass wir die ganze Sache positiv betrachten. Ist ja auch alles schön und gut, ich bin voll der Befürworter, alles Mögliche positiv zu sehen und sich auf das Positive im Leben zu fokussieren. Aber manchmal stauen sich diese Emotionen einfach in einem an und es sind Situationen, die kommen immer und immer wieder und man wird wieder mit demselben Zeug konfrontiert und dann sollte man da nicht einfach so drüber hinwegsehen. Wenn ihr so Situationen habt, wo ihr merkt, boah, ich find's richtig, richtig kacke, aber die Situation wiederholt sich immer und immer wieder, konfrontiert euch damit. Was ich damit genau meine, erkläre ich euch jetzt anhand eines kleinen Beispiels. Ich hasse es zwar, krank zu sein, aber was ich mindestens genauso sehr hasse, ist auf jeden Fall der Winter. Jetzt habe ich schon verschiedene Strategien ausprobiert, um irgendwie auf den Winter klarzukommen. Ich habe versucht, den Winter zu ignorieren. Ich habe versucht, schöne Dinge in dem Winter zu sehen, irgendwie positiv zu denken. Ich habe versucht, mich irgendwie in Arbeit reinzuwerfen, um mich vom Winter abzulenken. Und das Resultat? Ich hasse den Winter aus ganzem Herzen. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr als vorher. Wie kann es sein, dass ich den Winter jetzt noch ein bisschen mehr hasse? Weil sich die Gründe, wieso ich den Winter tatsächlich so sehr hasse und wieso ich so unter dem Winter leide, einfach niemals verändern werden. Und als ich das gemerkt habe, als ich wirklich zu der Einsicht kommen musste, hey, ich kann am Winter einfach nichts rütteln, ich kann es mir nicht schönreden, ich hasse ihn einfach, dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich bin in einer aussichtslosen Situation, Leute. Ich habe da ein Problem, den Winter, und ich habe keinen sinnvollen Lösungsansatz, um irgendwie den Winter zu überbrücken und damit umzugehen. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt Menschen, die lieben den Winter, die lieben Skifahren und solche Dinge, ich gehöre nur leider nicht dazu. Mir schlägt der Winter einfach viel zu stark aufs Gemüt. Ich kann es einfach nicht haben, wenn ich gefühlt in einem Monat nur 2 Sonnenstunden habe, wenn ich irgendwie morgens aufwache im Dunkeln, wenn dann die Sonne aufgeht, beziehungsweise es so langsam Stück für Stück grau wird und nicht mal richtig hell und dann irgendwie um 9 Uhr so eine bestimmte Grauigkeit erreicht wird, die sich dann bis 4 Uhr hält und dann wird es schon wieder dunkel. Das schlägt mir unfassbar aufs Gemüt. Ich bin ein sehr, sehr, sehr lichtempfindlicher Mensch und ich brauche einfach Sonnenlicht, Leute. Ich brauche Sonne, ich brauche Vitamin D. Ich habe sonst einfach das Gefühl, der ganze Tag macht keinen Sinn. Und wenn sich das dann in der ganzen Jahreszeit Tag für Tag für Tag wiederholt, habe ich einfach das Gefühl, die ganze Jahreszeit ist nur vergeudete Zeit gewesen, weil ich einfach viel antriebsloser bin, viel deprimierter und ich einfach in so vielen Dingen gar nicht mehr den Sinn finde. Vitamin D-Mangel, ich wollte es ja nur mal kurz erwähnen, Leute. Und die Kälte an sich macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Ich bin eine absolute Frostbeule und bei mir ist es wirklich so, Leute, mir tut einfach alles weh vor Kälte. Ich hasse Kälte. Für mich fühlt sich der Winter jedes Mal wie ein halbes Jahr verlorene Zeit an. Ja, Leute, ihr hört richtig, für mich fühlt es sich wirklich wie ein halbes Jahr an. Ich weiß, theoretisch geht der Winter nur von Dezember bis hin zu März, aber wenn wir ehrlich sind, der Winter kann sich manchmal bis April ziehen, der Winter fängt wie zum Beispiel dieses Jahr schon im November an. Und selbst wenn es nur 3-4 Monate sind, Leute, es fühlt sich für mich wie ein halbes Jahr Quälerei an. Ich habe einfach das Gefühl, in dieser Zeit finde ich kaum meine Lebensfreude wieder und ich bin gar nicht so wirklich ich. Und ja, ich könnte jetzt irgendwie mit Dankbarkeit und positiven Gedanken oder so um die Ecke kommen und Leute, ich habe es wirklich versucht. Aber wenn ich diesem Ansatz nachgehe, zieht es mich tatsächlich nur noch mehr runter. In meinem Beispiel, in meinem Fall mit dem Winter, funktioniert es einfach nicht mit der Dankbarkeit. Jetzt drehe ich dieses Video natürlich nicht, um euch hier komplett runterzuziehen. Wie finde ich also jetzt einen Umgang zum Beispiel in meinem Problem und was hat das Ganze mit euch da draußen zu tun? Kommen wir zurück zum Titel des Videos, man darf auch mal Dinge richtig scheiße finden. Einem dürfen Dinge nicht gefallen und man kann sich auch mal richtig hart über die Dinge ausheulen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe gerade einfach mal alles rausgelassen, mich komplett ausgekotzt über den Winter und die ganzen negativen Sachen. Und das könnt ihr natürlich auch tun, ihr könnt es mit euren Freunden besprechen, ihr könnt es auf ein Blatt Papier schreiben, ihr könnt es auch einfach mal rausschreien, ihr könnt einfach mal alles richtig kacke finden und es ist vollkommen okay, Leute. Ihr habt jetzt also die Aufgabe, euch mal so richtig über das Thema, was euch gerade so auf den Sack geht, auszukotzen. Habt ihr euch ausgekotzt? Ja? Seid ihr fertig? Sonst macht mal kurz auf Stopp, kotzt euch nochmal richtig aus und dann guckt weiter. Habt ihr euch jetzt schon ausgekotzt? Ready? Dann geht's jetzt weiter. Wieso ich mich jetzt ausgekotzt habe und wieso ich euch ans Herz gelegt habe, euch auch mal auszukotzen, ihr schafft dadurch wieder eine neutrale Basis zum Thema. Wenn ihr einfach mal alles rausgelassen habt, dann könnt ihr nochmal reflektieren, ihr könnt nochmal überlegen, hey, ist es wirklich so schlimm, das Thema? Belastet es mich wirklich? Und dann könnt ihr nochmal gucken, okay, gibt es wirklich nur Option 1 und 2? Habe ich da wirklich keinen anderen Ausweg? Finde ich keine bessere Lösung? Der Punkt ist, wenn ihr einfach mal alles richtig rausgelassen habt, dann schafft ihr es wieder, einen neutralen Boden zu schaffen, ihr schafft es, eure eigene Perspektive zu verlassen und könnt einfach auf diese Art und Weise neue Lösungswege finden.
finden. Kommen wir zurück zu meinem Winterbeispiel. In meinem Beispiel scheint die Lage natürlich ziemlich aussichtslos. Ich hasse einfach die ganze Jahreszeit. Die kann ich natürlich nicht einfach so skippen, nur weil ich sie aus ganzem Herzen hasse. Die erste Option, die mir bleibt, schaffe ich es doch noch Freude am Winter zu finden? Schaffe ich es vielleicht doch noch irgendwie eine positive Affirmation oder irgendwie nochmal was Positives am Winter zu entdecken für mich? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht. Option 2, den Winter einfach so über sich ergehen lassen, sich irgendwie ablenken und einfach gar keine Freude mehr verspüren. Auch eine ziemlich blöde Option. Option 3, auf die ich vorher nicht gekommen bin, weil ich einfach gar nicht aus meiner Perspektive rausgekommen bin. Option 3 ist nämlich, dass ich sehe, dass man die Situation wohl verändern kann. Denn langfristig betrachtet muss ich nicht jeden Winter in Deutschland bleiben. Ich kann mir einen Job suchen, in dem ich remote arbeite. Ich kann mir Online-Kurse suchen, die ich von woanders aus belege. Ich kann mir auch einfach ein Auslandspraktikum suchen. Es gibt Möglichkeiten. Der Punkt ist, wenn ihr in eurer emotionalen Lage, wo ihr sowieso schon einfach voller Hass auf irgendein Thema seid und wirklich einfach genervt von allem seid, wenn ihr dann auf diesen Lösungsweg kommt, dann werdet ihr ihn vielleicht gar nicht ernst nehmen oder ihr werdet ihn belächeln oder ihr werdet sagen, ha, wie soll ich denn jetzt bitte irgendwie mit dem Ausland finanzieren können? Das funktioniert ja gar nicht, ist ja gar keine Lösung. Wenn ihr aber auf dieser neutralen Base auf diese Lösung stoßt, dann betrachtet ihr die potenzielle Lösung wirklich als Option. Ihr denkt euch vielleicht, hey, ich habe hier ein Ziel vor Augen. Ich möchte etwas an meiner Situation verändern. Ich möchte gerne langfristig nicht in Deutschland überwintern. Dann seid ihr tatsächlich in der Lage zu überlegen, hey, okay, wie kann ich die Situation am besten verändern? Welche Länder würden in Frage kommen? Was mache ich in der Zeit? Was würde mich glücklich machen? Kann ich dabei vielleicht noch beruflich oder studientechnisch irgendwas reißen? Man möchte ja auch ungern einfach nur sinnlos Lebenszeit verlieren und nicht weiterkommen. Wenn ihr also wisst, hey, ich habe ein Problem mit diesem Thema und ihr habt gerade eine Lösung gefunden, mit der ihr tatsächlich umgehen könnt, dann könnt ihr jetzt überlegen, okay, wie komme ich denn zu dieser Lösung? Wie kann ich das am besten umsetzen? Und das Beste an dieser ganzen Sache ist, wenn es eine Langzeitlösung ist, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dann werdet ihr euch nicht mehr so schlimm fühlen. Ihr werdet jetzt zum Beispiel diesen Winter, wenn ihr jetzt auch so ein Problem mit dem Winter habt und ihr euch so denkt, boah, ich würde ungern jeden Winter in Deutschland verbringen, dann wisst ihr jetzt, hey, muss ich ja gar nicht. Vielleicht werde ich diesen Winter jetzt noch in Deutschland bleiben müssen, aber ich kann mir für die nächsten Jahre auf jeden Fall eine gute Lösung überlegen. Ich bin jetzt so weit, dass ich tatsächlich im Voraus das Ganze planen kann. Und alleine dieses Wissen, dass ihr einfach schon wisst, okay, die nächsten Jahre wird das nicht so sein wie dieses Jahr, alleine das pusht einen schon und das motiviert einen wieder und gibt einem irgendwie wieder so ein bisschen Hoffnung und Motivation, finde ich. Man hat einfach das Gefühl, richtig gut, ein Problem weniger. Was lernen wir also in diesem Video? Man darf auch mal Dinge ziemlich kacke finden. Wenn man einfach mal alles rauslässt, dann hat man wieder einen freien Kopf und kann sich tatsächlich um sinnvolle, langfristige Lösungen kümmern. Man kann seine eigene Perspektive dadurch verlassen und tatsächlich auch mal ganz andere Optionen in Betracht ziehen. Deshalb, lasst eure Frustration raus. Wenn ihr irgendwas habt, was euch so richtig auf die Nerven geht, Leute, lasst es raus. Sorgt für einen freien Kopf und dann könnt ihr das Problem wieder von neuem betrachten. Im besten Fall kommt ihr dann nämlich zu einer langfristigen Lösung, die ihr so vielleicht gar nicht gefunden hättet. Das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr könntet so ein bisschen einfach mal rauslassen, was ihr gerade irgendwie so angestaut habt und was euch einfach mal so richtig gegen den Strich geht. Ich hoffe, ich konnte der einen oder anderen Person zu einem Lösungsansatz verhelfen und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.